Hallo, moin moin, liebe YouTube-Süchtigen. Ich wollte die Gelegenheit mal eben nutzen, bevor die Welt untergeht, euch ein frohes Weihnachtsfest zu wünschen, einen guten Rutsch und ein erfolgreiches 2013, sofern es dann kommt. Ja, an allen meinen Abonnenten, ich bedanke mich auch dieses Jahr für alle neuen Abonnenten, die ich da bekommen habe, für die schönen Videos, die ich gesehen habe, für die gute, schöne Community bei YouTube und hoffe und freue mich auch im nächsten Jahr auf neue, interessante Videos, auf neue Abonnenten und ja, jetzt mal zum Weihnachtsfest. Ich meine, viele gehen ja davon aus, dass die Welt morgen untergeht. Sollte es dann so sein, dann habe ich es wenigstens noch geschafft, ein Video hochzuladen. Nee, mal dazu. Was mich mal interessieren würde, wie feiert ihr denn so Weihnachten? Also ich selber, mir bleibt dieses Jahr keine andere Wahl, als ja, mit meiner Frau und meinen vielen, vielen Tieren zusammen Weihnachten zu verbringen. Wir werden uns was Schönes zu essen kochen. Schreibt doch mal in den Kommentaren, was gibt es bei euch so zu Weihnachten. Also bei uns gibt es Rinderrouladen mit Rotkohl oder Rotkraut, je nachdem, wo ihr herkommt, wie ihr das dann nennt, mit Kartoffeln. Eventuell mache ich dann noch eine Hühnersuppe zu, eine schöne frische. Und ja, schenken tun wir uns eigentlich nicht viel oder so gut wie gar nichts, denn wir besprechen das einfach so, was wir gebrauchen können und holen das dann, wenn wir Zeit, Lust und das Geld dazu haben. Ansonsten machen wir uns einen schönen, geselligen Abend, einen schönen, ruhigen vor allen Dingen, beim Gläschen Wein. Ja, schreibt doch mal so, was bei euch so zu essen gibt, wie ihr Weihnachten verbringt. Und in dem Sinne, ich wünsche euch, wie gesagt, schöne Festtage, einen schönen Start ins neue Jahr. Und naja, falls dann die Welt untergehen sollte und ihr da fest dran glaubt, dann schickt mir sämtliche Wertgegenstände. Naja, könnt mir eine E-Mail schicken und dann schickt mir die Wertgegenstände. Bis morgen Mittag nehme ich alles an, naja, denn ihr könnt es dann ja sowieso nicht mehr gebrauchen. Nee, Quatsch. So, in dem Sinne, ich wünsche euch alles Gute, man hört, stört und ich hoffe, man sieht sich und freue mich, wie gesagt, auf neue Kontakte nächstes Jahr, auf neue Abos und in dem Sinne, ciao, bye bye, euer Nordseemensch, euer Hans-Dieter, bis dann.